Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag unserer Serie Brühan Spotlight. Ich bin Tobias Hoffmann, der Direktor des Museums. Ich stelle Ihnen hier eine Neuerwerbung, eine der jüngsten Neuerwerbungen der Sammlung vor. Das Aussuchen von Objekten, mit der wir die Sammlung ergänzen, gehört zu meinen schönsten Aufgaben. Und es macht mir sehr viel Spaß, diese Sammlung wachsen zu lassen. Jedes Museum, jede Museumssammlung muss wachsen, muss sich weiterentwickeln, muss schöner, interessanter und spannender werden. Und das ist eine der Aufgaben, die auch dem Museumsdirektor zufallen. Und ich möchte Ihnen heute dieses Objekt vorstellen, einen Papierkorb des österreichischen Architekten und Gestalters Josef Hoffmann, der dieses Objekt für die Wiener Werkstätten entworfen hat. Wir sehen einen Papierkorb aus ganz vielen Quadraten, aus einem Quadratrasterfeld, in das noch einmal hier vier größere Quadrate eingelassen wurden und natürlich das Ganze auch auf quadratischen Grundriss. In der Kunstgeschichte gilt es allgemein so, dass 1915 der russische Suprematist und Konstruktivist Kasimir Malevich mit dem schwarzen Rechteck auf weißem Grund das Quadrat in die Kunstgeschichte eingeführt hat. Und wenn man jetzt dieses Objekt sieht, kann man fragen, wie es die Schweizer tun, wer hat es erfunden? Das ist die interessante Frage, die hier letztendlich im Raum steht, ob nicht vielleicht diese Quadrate der Wiener Sezession, die so berühmt sind, die den Wiener Stil ausmachen, nicht vor dem Malevich-Quadrat da gewesen sind und vielleicht das Malevich-Quadrat sogar beeinflusst haben. Ausgangspunkt ist die 8. Ausstellung der Wiener Sezession, wo aus Schottland Charles Rennie Mackintosh eingeladen war. Und man weiß es nicht genau warum, aber letztendlich mit dieser Ausstellung 1900 beginnt die Auseinandersetzung mit dem Quadrat sowohl in Wien als auch in Glasgow, wo eben auch Mackintosh nun quadratische Gestaltung oder Gestaltung auf der geometrischen Grundlage entwirft. Hoffmann und die Wiener Künstler hatten sich entschieden, der Moderne nun nicht nur hervorragend gestaltete Objekte zu liefern, sondern wirklich einen Stil zu entwickeln. Und dieser Stil sollte auf den geometrischen Grundformen und dabei primär auf dem Quadrat basieren. Ein All-Over, ein Gesamtkunstwerk, wo jedes Teil des Raumes aufeinander abgestimmt ist und jedes Teil des Raumes eben vom Quadrat durchdrungen ist, bis hin zu so einem lapidaren Gegenstand wie einem Papierkorb. Und wie er hier mit dem Quadrat spielt, das sieht man eben sehr schön. Er macht es zu einem Rasterfeld, in das er dann hier nochmal vier größere Quadrate einlässt. Und dieser minimale Einschnitt, diese vier größeren Quadrate in diesem Quadratrasterfeld, die geben dem Objekt Eleganz, die machen Ästhetik aus und man sieht, er ist ein Meister der Ästhetik und es reichen manchmal ganz wenige kleine Eingriffe, um diese Ästhetik herzustellen. Gleichzeitig schafft er damit natürlich ein Strukturprinzip, das für das ganze 20. Jahrhundert prägend geblieben ist, eben nämlich ein Rasterfeld. Struktur und Raster als die Grundlage letztendlich der Ästhetik des 20. Jahrhunderts. Denken Sie an Wolkenkratzer mit den vielen gleichmäßigen Fenstern, die sich ergeben. Das könnte fast auch ein Modell eines Wolkenkratzers sein. Oder dann wieder der Weg zurück in die Kunst zu den tollen weißen Kuben des amerikanischen Künstlers Sullivan. Ist es auch von diesem Objekt nicht weit. Deswegen ist dieses Objekt, es ist ein lapidarer kleiner Papierkorb, aber gleichzeitig ein Objekt, das wie kaum ein anderes für die Ästhetik des 20. Jahrhunderts steht und dafür steht, wie Josef Hoffmann und die Wiener Gestaltung um 1900 hier die Ästhetik des 20. Jahrhunderts beeinflusst, wenn nicht sogar geprägt haben. Herzlichen Dank, das war ein Beitrag aus unserer Serie Brühan Spotlight. Ich lade Sie herzlich ein, sich weitere Beiträge dieser Serie hier auf diesem Kanal anzuschauen.